Ja, Lagerraum oder so ein Technikraum halt, weißt du, wo die ganze Technik eigentlich drin ist. Von so einem Hotel mit so Stromversorgung und was weiß ich. Kann ich mir schon vorstellen, was sowas eigentlich war. So, wir müssen jetzt, glaube ich, nochmal in die Unternehmensstraße. Ich finde das schon dumm, dass es von alleine weggeht. Vor allem halt so recht schnell auch, ne? Wenn es ein bisschen länger da bleiben würde. Der Groß ist weg. War der letztens auch schon weg? Okay, wir gehen da mal ran. Und hoffen, dass wir jetzt nicht erwischt werden. Das würde erklären, wieso die Tür einen Tastenschloss hat. Genauso für Personal halt sowas, ne? Hast du ihn doch zerlegt? Nee, zerlegt habe ich den nicht. Der ist nur runtergefahren. Hier altes Archiv, glaube ich, oder? Oder alte Arbeitsdateien. Was waren das? 54 war das, glaube ich, ne? Genau, hier Rennherzog. Ach so. Warte mal. Ich glaube, da muss ich einfach jetzt die hier reinlegen, ne? Die alte Arbeitsdateien 54, er Rennherzog. Ich höre Geräusche, ich glaube, sie macht. Ich weiß halt nicht, wie lange die braucht. Okay. Die Geräusche sind weg, also ich denke mal, die hat's. Kriege ich jetzt auch meine. Kriege ich die auch wieder? Brauchen wir noch mehr? Altes Archiv. Entwicklung Cyberkraken. Teammitglieder? Nee, das kann es nicht sein. Hier auch nicht. Wenn da Download-File steht. Aber Reinhard Block, Hannah Meyer, das sind nicht die. Dann haben wir das hier. Ach, guck mal hier. Jonas Rumpf, Ren Herzog und Josef Fassbinder. Herr Rumpf. Alternative Cyberspace klingt interessant, ja. Das ist Cyberspace oder künstlicher Raum. Ja, wenn man das eindeutschen möchte, dann ja. Okay, das haben wir. Wo kriege ich aber so einen Sam-Dings her und eine Batterie. Batterie könnte ich höchstens noch mal in dem Elektrofachgeschäft fragen. Vielleicht auch nicht. Ich glaube, da sollte ich nicht lang. Gab es nicht so eine Maschine, die du nutzen konntest wegen Sam und Daten? Theoretisch ja. Aber ich will erstmal nur gucken, ob ich hier lang komme. Ohne dass mich der Polizist sieht. Ich glaube, der darf uns nicht sehen. Ich bin mir aber nicht sicher. Mit dem muss Sam wieder reden. Aber fragen, ob der eine Batterie hat. Hast du vielleicht einen Model-Sam-Transistor? Oder das? Ich dachte eigentlich, der hat eine Batterie, aber...
Okay. Do you happen to have a model SAM transistor? Of course I do. That's 400 credits. We don't have any credits. Well, I can't give it to you for free this time. Can you give it to me for something other than money? Like what? Potatoes? Eine Tüte voller Schrott. Etwas, das du ganz dringend brauchst und ich für dich holen kann. Something you really, really need and that I can find for you. Hmm, there may be something you can do for me. Great. What is it? I'm pretty busy with the shop, but I'm craving my favorite drink. Bring me some gin and neon tonic, and the transistor's all yours. All right, we'll go look for it. See you later. Und so ein Gin and Neon Tonic bekommen wir doch bestimmt in der Bar. Beim Barkeeper, oder? Oh Gott, ein dreiköpfiger Affe, ja. Ja, hier gibt es ganz viele Anspielungen in dem Spiel. Stop! You should tie your shoelaces. It's not safe. Oh Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Okay, die machen aber nichts. Die stehen nur rum. Eieieiei. Drinks a robot might enjoy. Hier, wir brauchen einen Gin Neo Tonic. We need a glass of gin and neon tonic. Huh. How about I give you a glass of apple juice instead? Huh? I don't serve alcohol to kids, either directly or through their robots. Oh no, it's not for Tina. We need it for an adult. Then the adult's welcome to visit Smirk's bar anytime he or she wants. He says he can't leave his shop. Well, that's too bad then. Anything else I can help you with? Mist. Wir brauchen eine Autobatterie. We need a car battery. Sorry, no, we don't serve this here. I meant to ask if you could help us find a car battery. I don't carry one in my back pocket, no. We need one quickly. Is there maybe a place they discard them? One that still stores power? Probably not. You'd need to take one from a car that still works. Ah, okay. Oh, that doesn't sound legal. Anything else I can help you with? Oh, Schmiermittel für die Mechanik und Hydrauliksysteme. I should go. Take care. Okay, vielleicht kann uns Joseph noch mal helfen. Ob der uns so ein Gin, Hi. Neon Gin Dings zu holen kann. Hi there. Kannst du mir mehr über meinen Papa erzählen? Warum können wir ihn denn nicht fragen? Take. Ist vielleicht der coole Typ. Hi, I'm Tina. You are... Hi there, I'm Roger. How can I help you? Hallo, Roger. Schönes Hemd. Wusste nicht, dass es solche Krater in Neo-Berlin gibt. Was trinkst du da? Weißt du, woher ich eine Autobatterie kriege? Nee, mit der Autobatterie habe ich sogar eine Idee. Erstmal schönes nice Hemd. Shirt. Thank you. You're in it. Well, yes, I'm wearing it. No, I mean your face is on it. Indeed. It's kind of cool. Right? Memories from another life. Something else? Was trinkst du da? What are you drinking? The brightest and breeziest drink that humanity has ever created. It's gin and neon tonic, right? Yes. How did you know? It okay, wir müssen like den umbringen. Oh, yes, it does, I guess. Can I have a glass? Ah, you're too little. Alcohol is horrible for the growing brain. It's not for me. I'd love to trust you, little girl, but I can't take a chance. Sorry. Okay, wir natzen ihn einfach um. Sam, los. Auf geht's. I didn't know there was such a big hole in Neo Berlin. Are you talking about Smirk's end of the road? I mean the long drop beyond that railing over there. Yep, that's the one. It's the only location in Neo Berlin that developers are banned from reproducing in cyberspace. Why? Some say that if you jump from the end of the road in cyberspace, you'll die in real life?
No, this isn't some art house horror flick. But supposedly, the experience would be so freeing that a cyberspace-addicted mind would be healed. Wait, why would it be banned? Wouldn't people want that? Not the people in charge. Ja, das mit der Autobatterie, wie gesagt, ich habe da ja eine Idee. Do you know where I can get a car battery? I'm afraid car parts aren't my expertise. Oh man, I really, really need one. Sounds like it's important. Yes. You really can't help me? Well, I can't, sorry. But Paul, the bartender, might. I overheard he was once a car mechanic. Thanks. I'd better go. Cheers. Okay. Na gut, mit ihm haben wir ja schon geredet. Wie kriegen wir denn den Tonic? Kann ich, haben Sie einen Neotonic? Ja, ja, könnte ich echt gebrauchen. Kann ich ja mit ihm vielleicht noch mal reden? So als Robo. Hello. Hello, robot friend. Weißt du, warum das hier Smirks heißt? Weißt du zufällig, wo man eine Autobatterie findet? Ich registriere, dass du einen Gin and Neon Tonic trinkst. I'm detecting that you are drinking a Gin and Neon Tonic. You know your alcohol. My substance identification tool combines spectral and chemical analysis to yield the accurate composition of consumables. It helps prevent unhealthy food consumption and poisoning in children. That's so cool. All SAMs are built this way. Yeah, but it's not only about how you're built, right? A SAM is his programming. And terabytes worth of time you spent with the kid you're assigned to. Yes, spending time with Tina is special. Which makes you more than the sum of your parts. Not unlike people. Humans have free will. How much free will do I have in this city, sitting in this bar? You can leave anytime, can't you? Yet, the next time you come to Smirks, I'll still be sitting right here. Why? That's a great question to drink to. But I see you don't have a drink. Here, have a glass of the best gin and neon tonic on this side of reality. Oh, mit Sam gibt er uns den. I'm a robot. Then how about a toast? Okay, I needed this anyway. Now we're talking to all keeper of memories. Cheers. Cheers. Okay, wir haben den Gin and Neon Tonic. Okay, das wusste ich nicht. Cool. Es ging auch wieder schneller als erwartet. Ich dachte halt, wenn ich es mit Tina nicht kann, dann vielleicht mit dem Robo. Herr Prost, ja, Prost. So, einmal zur Kreuzung. Wow, und er denkt nicht, dass er es Tina geben würde. Anscheinend nicht. Prost, okay. Pizza möchte, dass ich ein Stück trinke. Na dann. Ja. Losen wir hier an. Prost. Ach nee, warte mal. Ich kann auch bestimmt auch einfach das so geben. We've got this glass of gin and neon tonic. Here, take it. We spilled a few drops on our way here. But it should be enough. Hey, there's facial hair on the glass. But okay, I'm so thirsty that I don't mind. Here, take the transistor. Thank you. You've been very helpful. You bet. You two got so many items from this store. I wonder if the game developer will give me a percentage of the revenues. Excuse me? Oh, never mind. Have fun. Goodbye. Schön. Schön. Interessant. okay, wir haben den Transistor, wir haben das, es fehlt nur noch die Batterie. Warte, dafür gehen wir einmal in das Stadtzentrum. Da war ein geparktes Auto. Das hier. Vielleicht können wir ja hier die Autobatterie herbekommen? Ja, aber das ist ja...
Weiß ich nicht. Der Musikspieler. Can't do that. Okay. Wow, wow, wow. Und Staniels. Dankeschön für 7 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Und viel Spaß weiterhin mit den Emotes. Ich hoffe, sie gefallen dir. Dankeschön. Fertig essen, Papas Akte. Zwei von drei Sachen haben wir. Uns fehlt aber halt doch die. Hat auch ein Auto, aber mit dem kann ich nicht interagieren. Just a parked car. The owner is nowhere to be seen. Denk daran, Verdächtige zu melden. Ja, ja. Kaputter Sender haben wir nur. It's broken now. Got overcharged after we used it against the guard. Kann ich doch damit gar nichts mehr anfangen. I can cheat about my age with this. Ich dachte halt, man könnte mit dem hier irgendwas machen, aber irgendwie. Wo mit dem hier, mit dem Auto kann man halt auch nicht interagieren, nur mit dem einen da. Können wir jetzt irgendwas mit dem Terminal vielleicht machen? It just shows how great it is in Neo Berlin. Okay, mehr macht das nicht. Muss ich doch noch mal mit dem Barkeeper reden? Ich meine, der Typ hat mir ja den Hinweis gegeben mit dem Barkeeper, aber wir haben ja davor schon mit ihm geredet. Und er sagte ja aus dem geparkten Auto. Ich find's gut, dass die nach jemand suchen, aber uns anscheinend gar nicht schnallen. Dass sie nach uns suchen. You shouldn't be here, little girl. Please leave. Ah, hier, du hast mal in einer Autowerkstatt gearbeitet? Sounds like you worked in a car shop once. Do you know where I can find a car battery? You can certainly order it or go to a store and get it. What if you didn't have the credits to buy it? Well, I'd be able to take a used battery out of a car, I suppose. How? Well, one does not simply slide a battery out of its power module. Really? Well, okay, you do, but you have to unlock the car first. So, how can I unlock a car? That would generally require a keyless entry system. You mean a remote? Yep. Aha. Kann ich ein Auto ohne Fernbedienung öffnen? Is there a way to unlock a car without a remote? Nope. Okay, wir brauchen also eine Fernbedienung. One I can borrow? You have no idea how often customers forgot to drop off their remotes. So I'd get creative, crypting and decrypting, to create something universal.
so you have it. Why is it so important? I'm 9. I literally just learned I had a dad. I need a car battery to understand why he abandoned me. The answer may be something you don't want to hear, but okay, here, take it. Oh, cool. Thank you. Von Mutsuka. Are you Smirk? No, I'm Paul. Who's Smirk then? The bar's original owner. But I really shouldn't be talking to you. What happened to him? Well, I heard he had some trouble with the machine. And you really should go now. Okay. I guess I'll go. Take care. Interessant, aber wir haben jetzt die Batterie. Haha. Guck mal, Rita, ich werde immer besser. Ich hoffe, ihr seid stolz auf mich. Ich merke mir langsam Sachen. Und dass ich 3-mal mit Leuten reden muss. Nachdem ich irgendwas erfahren habe. Langsam wird's. Ja, ich bin stolz auf dich. Ja! Yippie! Ich lerne dazu. Also, ja, aber ich lerne nicht dazu, dass ich immer auf die Karte statt auf das, auf das andere drücke. Oh, oh weh, oh weh. Aber es wird langsam. Should be open now. Aber ich habe auch schon etwas gesucht und fand auch heraus, dass derjenige, wo ich immer schaue, auch die 2. Etage des Hotels nicht gleich fand. Die ist aber auch blöd. Also der Trigger ist auch doof gesetzt. Sind wir ehrlich. Er ist ein bisschen blöd gesetzt. Weil du musst quasi neben die Treppe klicken, die nach oben geht, statt auf die Treppe, die nach oben geht. Und normalerweise klickst du ja auf den Gegenstand, wo du hin willst. Und die Treppe führt halt nach oben. Aber sie bringt dich dann nur wieder runter, wenn du genau darauf klickst. Und deswegen musst du weiter nach... Es ist halt schwierig. Es ist ein bisschen schwierig. Es ist ein bisschen einfach... ist doof gesetzt, sagen wir es so. Okay, ich hab alles. Ich hab die Batterie. Ich hab das hier. Keiner rumlungern. Oh, ja, ja. Ich lungere gar nicht rum. Lululu. Dann gehen wir hier wieder in die Slums zurück. Wir haben gerade gemerkt, dass es einen Food-Channel auf Ellies Discord gibt. Yes! Yes, der wurde sich gewünscht. Der wurde sich gewünscht und dann habe ich da gestern... Ich habe den gestern mal eingeweiht. So, jetzt gehen wir hier hin. Hier. Warte. Dann kannst du mal ein bisschen aus dem... Hier, du siehst halt, dass es hochgeht, aber wenn du hier auf die Treppe klickst... Okay, hier unten geht es. Hier, aber... Hier ist alles Hotellobby hier lang. Selbst hier oben. Du musst halt genau richtig treffen. Du musst hier hin. Hier an der Seite. An der Seite musst du hinklicken, damit du hochkommst. Das ist schon ein bisschen... Ein bisschen. Naja. Wenn ich wieder gesund bin, werde ich da jeden Tag das Essen aus unserer Kantine posten. Nice. Richtig cool. Ja, genau. Man muss nur recht weit links mit der Maus gehen. Ja, genau. So, hey, ich hab alles. Hello. Hey, Tina, I was waiting for you. Aber ich sah auch, dass der, wo ich schaue, nicht das ganze Spiel gespielt hat und es war nicht in der Playlist. Es kann auch sein, dass es nicht in der Playlist ist, denn vielleicht.
Dann geh am besten auf den Channel und dann hast du ja da oben auch noch eine Suche. Also eine Suche für den Channel quasi. Die ist ein bisschen weiter rechts, sag ich mal. Und dann gib mal in Codia denn ein wahrscheinlich. Vielleicht findest du das denn da weiter. Wenn die Sachen nicht in der Playlist sind. Genau, wegen den Sachen, mit denen Sam gehackt werden soll. Regarding the items to hack into Sam. Did you find everything? Yes. Here is all you need. Awesome. Let's take a peek into Sam now. Please, be gentle. Oh, he won't feel a thing. Etwas später. How did it go? I got the code. It's an IP address to a secret cyberspace server. Awesome. But... To finish your dad's mission, it looks like you have to go into cyberspace. But not the ordinary one. A parallel cyberspace that your father built and hid somewhere. Okay. And the secret code inside Sam is the key to enter it. Wow. But this means that I have to go into cyberspace. Yes. Is that a problem? I don't like cyberspace. I'm not used to it. I won't risk going myself. Surely your dad coded it for you. I'm afraid there's no other way to complete your dad's mission. Can Sam come with me? Technically, robots are not allowed in cyberspace. But considering this is a unsanctioned server, it shouldn't be a problem. All right then. Let's do it. Please drop all items that you don't need and sit on the couch. The gear will automatically copy over the rest into cyberspace. It will take me a few minutes to arrange everything. Wir gehen jetzt in Cyberspace. Etwas später. To remind you that we have come here to complete your dad's mission. You're right, Sam. What now? There should be an in-cyberspace representation of your dad's lab. I'm calculating an 88% chance that he coded clues so you can find it. I suggest that we locate a vantage point from which to examine our surroundings. Okay, let's do it. Okay, wir sind jetzt, es raschelt sehr, wir sind in einem Cyberspace. Also wir sind in der virtuellen Realität, aber in einem Cyberspace, was unser Dad versteckt hielt. Und nur wir da jetzt reinkommen mit dem Code, der in Sam war, die IP-Adresse. Wie cool das hier aussieht. Hier ist irgendwas. Ich weiß nicht, ob das irgendwie sinnvoll ist, wichtig ist. Sieht aus wie Blindenschrift. Ein bisschen. Terminal. A computer to control something, but I cannot use it. Das klingt nach dem Ende. Findest du Riza? Ich finde, das hört sich für mich erst an, als ob das gerade erst losgeht. Auf was? Das ist irgendwie alles so trotzdem technisch, aber irgendwie auch. Natürlich. Waldweg? Waldweg, verdammt. Gespannt. Teil 3. Reise nach Encodia. Oh, ist das hier Encodia? Oh. Ui. Naja, jetzt hat er erst der dritte Teil angefangen, ne? Er heilt auch alles, ne? Oh, das sieht hier voll schön aus. Das ist ein Hebel. Lampe. Ich lege einfach den Hebel um.
Keine Ahnung, was der Hebel macht, aber ich benutze ihn. Okay. So, da war der Trompete raus. Da kommt einfach den Trompetenroboter raus. Okay, interessant. Geht er da auch noch lang, ne? Hydraulikpresse. Okay. Nope. Aus Halt hier aber auch alles, ne? Ich will ja nicht. Damit können wir irgendwas klein pressen. Hatch on the ground. May lead somewhere. Will ich da rein? I'm either too weak or this hatch is stuck. Okay, vielleicht bist du zu schwach und vielleicht kann Sam das. It's stuck. Okay. Okay, dann ist es wirklich stuck. Und gleich kommt die Errungenschaft, Tutorial beendet. Ja. Also die Tiere oder was es sind halt auch irgendwie Roboter. I hope you won't ask me what time it is. Ich weiß schon, wie spät es ist. I already know what time it is. Oh, that's amazing. But why are we talking about the time? You started it. I'm pretty sure we were talking about the weather. But talking about the weather is boring. I'm bored. Never mind. Oh, okay. Kann ich mit dem reden vielleicht? Excuse me. Hey, you look like me, but you're kind of soft and pretty. How neat. Kannst du mir mehr zu diesem Ort erzählen? Kannst du mir mehr darüber erzählen, wer dich erschaffen hat? Ja, dieser Roboter scheint kaputt zu sein. Ich sollte gehen. Can you tell me more about this place? Hey, and you talk too? Amazing! I thought only robots could talk. Say something else. Can you tell me more about the person who made you? Amazing vocalization. Say something else. Ich rede schon. Amazing vocalization. Say something else. Can you tell me more about the person who made you? Okay, ich glaube, da passiert nichts. Say something else. Okay. This robot seems broken. I should go. Okay. A locked crate made of steel. It's locked. It's locked. Verdammt. Kann ich es aufbrechen? Ich nehme auch schon die ganze Zeit meinen rostigen Schraubenschlüssel mit, ne? Warum habe ich immer noch die Spraydose? Not working. Ansprühen. Ich habe auch immer noch das Telefonbuch mit. Du siehst so weich aus und hübsch. Next Level Super Seducer. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ist das? Will ich wissen, was es ist? Haben wir denn hier eigentlich auch eine Karte? Nope. Verführer. Also Next Level Super Verführer? Hä? Super Seducer ist ein Muss für jeden echten Gamer und Streamer. Ach, das ist ein Spiel. Okay. Sag das doch gleich. Aber sonst, ich gehe mal in die Richtung.
gucken mal, was es hier noch gibt. Apparently it's used to transport things. Ja, aber wird verwendet, um Sachen zu transportieren, aber... Aber... Dann muss ja jemand Sachen transportieren. Also sind wir nicht alleine. Eine gruselige Pflanze. Creepy, sticky plant. It's super sticky. I don't want to touch it. Kann Sam die vielleicht anfassen? Better not touch it, or I'd risk getting stuck in the resin. Ja gut, mit dem Schraubenschlüssel geht das wahrscheinlich jetzt auch nicht. No. Ja, die wollen sie ja nicht anfassen. Kann ich sie zukleben? No. Nein. Hätte ja sein können. Kaputter Aufzug. This lift is broken, but I may be able to adjust it with the right tools. We need a heavy duty rope, a small piston and a lever. Better to print out the list for Tina. Okay, ein robustes Seil. Ach so. A list of things needed to repair the lift. I printed it. Was war denn jetzt ein Small Piston? What the fuck, wir sind im Cyberspace und wir müssen so ein Zeug tun. Wer weiß. Weiß nicht, auf was sich das hier alles noch hinausläuft. Hier, das hier sieht doch aus wie ein Seil, oder nicht? War hier nicht auch was? Hier, Hebe. Da ist sowas wie Kolben. It's stuck. Steckt fest. Hier steckt alles fest. Mann. I'm too weak for that. Coming down from a tree. Not working. Okay, ja, das dachte ich mir schon, dass das nicht klappt. Aber dann habe ich gar keine Idee, was ich überhaupt machen kann. To join two pipes. It sounds clogged. Weiß nicht, mit dem Schraubenschlüssel gegenhauen? It doesn't work. Schade. Interessant. Also ich weiß, wir müssen jetzt so Sachen finden. Ich habe keine Ahnung, wo wir die herbekommen. Hier mit der Pflanze, da will er ja auch nicht. Will er nicht, oder? Wollen sie die jetzt mittlerweile? Vielleicht? Super sticky. I don't want to touch it. Ja, ich will das halt nicht anfassen. Not working. Schade. Oh, da ist ein Schacht. Not sure if it's a ventilation duct or if it's going to the sewer. It's too heavy. Kriegt Sam das vielleicht hin? It's stuck in the ground. Oh Mann, alles ist hier stuck.
Müssen wir gleich den Step Brother suchen, oder was? Ich bin kurz in der Pause. Ich muss mal auf Toilette. Wir sehen uns gleich wieder.